Fühl das Gefühl. Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist dein Wunsch Realität. Mein Name ist Mary, ich bin Manifestationscoach und ich helfe dir dabei, deine Begrenzungen zu durchbrechen und deinen Herzenswunsch zu manifestieren. Und wenn du neu hier bist und gerne lernen möchtest, wie du mit dem Gesetz der Annahme und Neville Goddards Lehren jeden Wunsch schnell manifestierst, dann hör mir jetzt ganz genau zu und hör dir auch die anderen Videos an, damit du weißt, was du tun kannst, um deinen Wunsch zu manifestieren. Wenn du extra Hilfe brauchst, kannst du dich sehr gern bei mir melden und ein Einzelcoaching bei mir buchen auf deinem Weg zu deiner Wunscherfüllung und freue mich auf dich. Danke für eure vielen lieben Nachrichten und Anfragen. Ich liebe diese Arbeit und ich freue mich auch, wenn ihr euch freut, wenn ich ein Video mache. Heute reden wir darüber, was das Wichtigste ist und der schnellste Weg, um euren Wunsch zu manifestieren, ja, um eure Wunscherfüllung zu bekommen. Das sind Gefühle. Wir arbeiten nur mit Gefühlen. Alles im Leben dreht sich um Gefühle. Gefühle, die eine bestimmte Bedeutung haben. Also stellt euch vor, ihr möchtet gerne mit eurer bestimmten Person zusammen sein. Das bedeutet, dass eure bestimmte Person nicht nur in euren Gedanken, sondern auch ganz physisch bei euch ist. Sie ist da, richtig da, mit Körper und allem. Trotzdem, fragt euch mal, wenn ihr nicht die Fähigkeit hättet zu fühlen, wenn ihr diese Option gar nicht hättet, etwas zu fühlen, was hättet ihr denn davon, dass eure bestimmte Person physisch da ist? Nichts. Es hätte keine Bedeutung für euch. Ja? Genauso euer Traumauto, euer Traumhaus, euer Traumjob, euer Traumurlaub, euer Traumleben. Eure Freunde, Familie, alles, was euch etwas bedeutet. Hättet ihr gar nicht diese Fähigkeit, eine Bedeutung zu fühlen, etwas zu fühlen, würde euch das gar nichts bedeuten. Es wäre nicht wichtig. Und unsere Realität findet immer in uns statt. Wir können nicht aus uns heraus. Unsere Realität findet immer nur in Form von Gedanken und Gefühlen statt. Das passiert ja, egal was passiert, nicht 2 Meter außerhalb von uns. Es passiert in uns. Wir nehmen unsere Realität in Form von unseren inneren Gedanken und Gefühlen wahr. In uns drin. Das heißt, konzentriert euch bitte auf eure Gefühle. Konzentriert euch bitte darauf, was ihr fühlen wollt. Und macht es ein bisschen wie so eine Studie. Wie fühlt sich das an, wenn ich habe, was ich will? Was ist das für ein Gefühl? Was bin ich für eine Person? Was denke ich über mein Leben? Was für Impulse habe ich? Welche Dinge, die ich bisher gedacht habe, korrigiere ich? Und was möchte ich für die Zukunft tun? Wie sehe ich meine bestimmte Person? Wie sehe ich mein Liebesleben? Wie fühle ich mich? Etc. pp. Was fühlt ihr, wenn ihr mit eurer bestimmten Person zusammen seid und euer Wunsch sich erfüllt hat? Wenn ihr glücklich seid, wenn eure bestimmte Person glücklich mit euch ist, wenn sich alle Probleme erledigt haben, wenn sich alle Dinge geregelt haben, egal ob ihr gerade sagt, oh nein, das kann ich mir nicht vorstellen, nein, oh Gott, wie soll denn das? Egal, einfach als Studie. Macht es für euch als kleine Studie. Probiert es einfach trotzdem aus. Das ist das, was ihr wollt. Und wenn es sich jetzt gerade noch unrealistisch anfühlt, dann weil ihr es noch nicht genug erforscht habt. Erforscht es für euch wie als Studie. Wie fühlt es sich an, was ich eigentlich will? Nämlich, wie fühlt es sich an, wenn mein Wunsch sich erfüllt hat? Wie denke ich über mich, wenn meine bestimmte Person mit mir zusammen ist und alles okay ist und ich glücklich bin und mich geliebt fühle und in einer total erfüllenden Beziehung mit meiner bestimmten Person bin? Wie bin ich dann drauf selber? Was denke ich über meine Vergangenheit? Was denke ich über die Dinge, die ich bisher gedacht habe? Denke ich überhaupt noch an diese ganzen Probleme oder an diese negative Zeit, die ich eventuell hinter mir habe? Nein. Sehe ich es noch so, dass es schwer ist? Nein. Ich finde es ganz einfach. Ich finde es ganz normal und selbstverständlich. Wie denke ich über meine bestimmte Person? Denke ich immer noch, sie ist eine Herausforderung? Ich muss sie erobern. Ich muss sie gewinnen. Nein. Ich denke, diese bestimmte Person liebt mich natürlich selber. Ganz freiwillig.
und ist total happy mit mir und konzentriert sich nur auf mich. Was denke ich über mein Leben? Muss ich jetzt immer noch den ganzen Tag manifestieren? Nein. Ich habe ja, was ich will. Ich kann mich jetzt auf ganz andere Dinge konzentrieren. Was denke ich über mich selber? Muss ich immer noch warten, bis ich dann mein Leben leben kann und so toll bin, wie ich eigentlich bin? Ja? Muss ich immer noch warten, glücklich zu werden oder zu sein? Nein, ich kann direkt loslegen mit allem, was mir Spaß macht, mit allem, was ich gerne für mich machen möchte, mit dem, was ich aus mir machen möchte, mit dem, was ich im Leben erleben möchte. Ja? Was denke ich über meine Zukunft? Denke ich immer noch, oh, vielleicht bleibe ich für immer alleine und nichts klappt und so? Nein, weil ich habe ja, was ich will. Und ich kann ganz im Vertrauen sein. Ich habe eine schöne Zukunft. Also es verändern sich total viele Dinge, wenn ihr euch in den Zustand des erfüllten Wunsches versetzt. Dann seid ihr eine andere Person. Und es geht einfach darum, dass ihr dieses Gefühl immer wieder fühlt. Weil wenn ihr das macht, dann identifiziert ihr euch damit und werdet diese Person. Zwangsläufig. Das ist die Magie. Wenn ihr euch immer wieder in diesen gefühlten Zustand hineinversetzt, dann werdet ihr diese Person. Und wenn ihr diese Person seid, dann passiert das automatisch. Dann erfüllt sich euer Wunsch automatisch. Das heißt, macht euch das ganz klar, was ihr wollt. Ihr könnt es auch gerne skripten. Und macht euch ganz klar, was das für ein Gefühl ist, wenn sich das erfüllt hat. Und nicht, was für ein Gefühl das ist, wenn ihr das wollt, sondern was ist das für ein Gefühl, wenn sich das erfüllt hat. Das ist der Ort, an den ihr immer wieder gehen solltet, weil euer Unterbewusstsein, dem ist es egal, ob ihr das jetzt in quasi 3D erlebt oder als Imagination. Sobald ihr es mit allen Sinnen euch vorstellt oder erlebt, ist es eine Realität, ist es real für euer Unterbewusstsein. Ihr müsst euch klar machen, es gibt keine Materie, es gibt keine 3D-Realität, die was an, also es ist alles Imagination. Auch 3D ist Imagination. Das heißt, sobald ihr euch das vorstellt mit allen Sinnen, ist es wie wenn ihr es in 3D erleben würdet für euer Unterbewusstsein. Ja? So, und dann könnt ihr euch klar machen, dann habe ich es erlebt. Und mein Unterbewusstsein sagt von selber, hey, das ist gerade passiert. Ich muss nicht hingehen und sagen, es ist doch nicht passiert, es ist ja nicht da, ich sehe es nicht. Ihr habt es gesehen, weil ihr an diesem Ort wart. Geht bitte wieder an diesen Ort des erfüllten Wunsches. Fühlt es, das ist die Hauptsache. Ihr wollt wissen, was für ein Gefühl das ist und wie ihr dann seid. Und wenn ihr euch für ein paar Minuten so kennenlernt und das immer wieder macht, dann kennt ihr euch so, dann habt ihr die Erfahrung mit euch gemacht, dass es so sein kann, dass euer Wunsch sich erfüllt haben kann, dass ihr diese Person seid und immer wieder gewesen seid für ein paar Minuten. Und dieser Zustand hält sich von selber. Ihr müsst da nicht dran glauben, weil euer Unterbewusstsein sagt, ich habe es ja gerade erfahren als real. Ihr werdet es automatisch. Also geht nur immer wieder hinein in das Gefühl, dass euer Wunsch sich erfüllt hat. Studiert euch, studiert das Gefühl und wie gesagt, wie ich es gerade gesagt habe mit Scripting, malt euch genau aus, wie es dann ist und wie ihr euch dabei fühlt. Okay? Das Fühlen ist das Wichtigste. Ihr wollt ein Gefühl haben. Gewöhnt ihr euch an dieses Gefühl, auch wenn ihr das in der Imagination macht, dann werdet ihr genau das als Spiegelung in 3D bekommen, weil ihr euch damit identifiziert. Weil für euer Unterbewusstsein ist es scheißegal, ob ihr euch was mit allen Sinnen vorstellt oder es in 3D erlebt. Es ist beides Imagination. Es gibt keine Materie. Es ist alles in unserem Kopf und beziehungsweise in unseren Gefühlen. Okay? Das möchte ich euch sagen. Deshalb ist alles möglich, weil ihr euch alles vorstellen könnt und alles fühlen könnt. Und das ist für euer Unterbewusstsein real, was ihr euch vorstellt und fühlt. Punkt. Die Magie ist tatsächlich, wie gesagt, nur, dass es quasi euch dann als Sinneserfahrung erscheint in 3D. Aber auch das ist Imagination. Aber das reicht uns Menschen. Wir kommen klar mit dieser Imagination. Die macht uns glücklich. Diese Halluzination 3D macht uns glücklich. Insofern, wie gesagt, der Weg ist, studiert bitte das Gefühl, fühlt das Gefühl durch, was ihr habt, wenn euer Wunsch sich erfüllt hat. Ihr könnt gerne gucken, wie fühlen sich eigentlich Menschen, die in einer glücklichen Beziehung sind? Wie verhalten die sich? Wie fühlen die sich? Wie denken die über ihr Leben? Wie denken die über ihre bestimmte Person? Ja? Studiert dieses Gefühl und macht es euch zu eigen, indem ihr es immer wieder wie ein Kleid anprobiert. Ja? Und wie gesagt, macht es auch gerne mit Scripting.
Leute, macht einfach nur das und begnügt euch dann danach damit, dass ihr es gerade als real erfahren habt und gebt euch ein bisschen Zeit, euch dran zu gewöhnen, indem ihr das immer wieder macht. Es wird sich erfüllen. Es muss sich erfüllen. Ja? Sucht euch genau aus, was ihr wollt, was ihr erreichen wollt. Stellt euch vor, wie das ist, wenn ihr das habt. Fühlt das, fühlt, wer ihr seid und macht das immer wieder und ihr werdet diese Person sein und euer Wunsch wird sich zwangsweise erfüllen. Ihr werdet es notgedrungenerweise, es geht nicht anders, als Sinneswahrnehmung in 3D erfahren. Euer Wunsch muss sich erfüllen. Ich freue mich, wenn euch das Video geholfen hat. Wer es noch nicht getan hat, kann gerne meinen Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal, eure Mary.